Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2. Es hat sich etwas getan. Ich habe eigentlich aufgenommen mit den ganzen Rennen, Driftrennen und so. Ich habe richtig abgekackt, richtig geraged und das. Und dann hat's, ja, habe ich geguckt. Okay, wollte ich gerade die Folgen schneiden. Was ist passiert? Nix da. Jetzt gucke ich hier gerade mit dem Xbox-Controller und nein, nein, es ist genauso scheiße wie mit dem anderen Controller. Es liegt also definitiv nicht am Controller. Das Problem ist geklärt, also sich nichts geändert. Das heißt, was ich jetzt alles gemacht habe, ist, ja, alle normale Events, alle Sponsoren-Events, alle URL-Events soweit, außer die zwei plus das eine, was jetzt noch kommt und das andere. Das heißt, es wird heute die letzte Folge sein. Schade, dass die eine Folge nicht mehr gibt. Das ist, ich habe wirklich geraged. Erstens, weil mir die 3 TB Festplatte abgeraucht ist, mit der, wo ich meine ganzen Sachen drauf gespeichert habe. Yay. Unwiderruflich bisher, dass ich, ja, nicht zu retten. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Also die Festplatte wird einfach nicht mehr erkannt. Vielleicht weiß da ja jemand irgendwie irgendwas. Ist das Mikrofon überhaupt richtig? Ja, das Mikrofon ist richtig gut. Ich sehe ja den Ausschlag beim Dingsbums, dass da was aufgenommen wird. Das heißt, leider, leider habt ihr den ganzen, ganzen Rage von mir verpasst. Ich wollte die Folge extra Rage-Folge nennen, aber naja. Will nicht so. Aufnahme hat sie gesagt, nö, du kriegst keine Rage-Folge. Und ich so, yay, keine Rage-Folge. Naja, was soll's. Kann man nicht ändern, ne? Naja, aber ich finde irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie der Xbox-Controller, der ist doch schon irgendwie schwerer zu bedienen als der andere, den ich habe. Also der, man merkt echt, dass der die Druckpunkte und so alles definitiv schwerer liegen und anders. Und irgendwie nervt mich das Kabel so ein bisschen. So, jetzt ist es besser. Es sind vier Runden. Das heißt, das sind zwei Strecken und die erste hier ist relativ kurz. Das heißt, die nächste könnte lang sein oder das hier wird das zählt als lang und die nächste wird kurz. Es ist echt schade, dass. Ja, sorry, dass seitdem die ganzen Sachen jetzt weg sind, aber was soll ich machen? Ich kann es ja nicht nachholen. Es ist mir nicht möglich. Und bisher hat sich auch leider keiner gemeldet, was für ein Auto er getunt haben will. Also, tüne ich halt eben gar kein Auto. Am Ende. Ja, naja, was soll's. Ich hätte es gemacht, aber wenn keiner, weil keiner ein Auto sehen will oder sich so, ne. Weniger Arbeit für mich. Auch wenn ich es gerne gemacht hätte. Vielleicht mache ich einfach so ein paar Autos. So, die mir spontan gefallen. Oder ich mache jedes Auto einmal und zeige das dann im Schnelldurchlauf oder so. Ich weiß es nicht. Oh, das würde anstrengend werden. Jedes Auto einmal. Aber heute ist der letzte Tag, an dem ihr das entscheiden könnt. Also. Warte, ich muss die heutige Folge rendern. Das heißt, heute ist Sonntag und Montag, Dienstag. Also kommt diese Folge Dienstag, okay. Also bis Dienstag habt ihr Zeit. Ja, bis heute habt ihr halt eben Zeit. Dann muss ich ja, nehme ich am Mittwoch halt eben eine extra Folge auf für die getunten Autos. Und dann kommt. Ja, Most Wanted. Bei dem ich auch schon so irgendwie so ein Grafikpatch runtergeladen habe. Mal gucken. Ja, keine Ahnung, wie der wirklich ist. Ich habe den noch nicht getestet, kontrolliert. Das muss ich jetzt die nächsten Tage machen. Also wenn Moss dann eigentlich mal da ist. Müsste morgen oder übermorgen ankommen. Also für mich ist heute wie gesagt Sonntag. Und gestern habe ich die anderen Folgen aufgenommen, die eigentlich, ja. Die wunderschöne Rage-Folge. Die einfach nicht mehr existiert. Ja, dazu kam halt dem erstens die 3 TB abgeraucht. Und dazu Downhill Drift. Oh, und dann mit dieser Steuerung. Ich habe das so oft verkackt. So oft neu gestartet. Ich hätte wirklich die Kontrolle in den Bildschirm reinschmeißen können. So sehr hat mich das angepisst. Heilige Scheiße. Ja. Ja. Euer Pech, dass ihr es nicht seht. Mein Pech aber auch, dass ich die Folge nicht schneiden kann. Ja. Aber wie gesagt, was will ich machen? Ist komplett alles weg. Ich hatte die irgendwie die Dateien.
Ah, die waren korrupt, das heißt, das eine war, die Webcam waren irgendwie 0 Byte groß und die Aufnahme war 35 Megabyte groß. Von daher, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Richtig, richtig scheiße. Ach, wir sind ja schon im zweiten Rennen. Die scheint mir wie groß zu sein. Auch so mittel, oder? Obwohl ein bisschen größer ist die schon. Aber nicht wirklich viel. Ja, wirklich nicht viel. Also hardwaremäßig ist es bei mir echt in letzter Zeit irgendwie, keine Ahnung, vom Pech verfolgt. Ist nicht so schön. Waren diese 3 TB, es wäre eigentlich nicht so schlimm. Es wäre wirklich nicht so schlimm, wenn ich die ganzen Sachen wieder einwandfrei downloaden könnte und so, aber das kann ich nicht. Da sind teilweise einmalige Sachen mit dabei. Sachen, die ich so nicht mehr finde. Das ist richtig kacke. Von den ganzen Backup-Spieler. Ich habe eine 512 GB SSD, da installiere ich die ganzen Spiele drauf. Und wenn ich die Spiele dann nicht mehr spiele oder so und ich nicht deinstallieren will, habe ich sie halt eben auf die externe raufgeschoben, damit ich sie nicht neu downloaden muss, weil ich habe ein scheiß Datenvolumen mit 200 GB im Monat. Und alles ist jetzt futsch. Wirklich futsch. Ich kenne sich ja jemand damit aus. Ob da vielleicht einfach nur eine neue Controller-Einheit hin muss oder ob die Festplatte wirklich für den Arsch ist. Weil die Festplatte sieht eigentlich, naja. Ich könnte ja vielleicht mal gucken, ob ich irgendwie so einen Controller finde. Und ich den einfach einbaue und es dann entweder einwandfrei funktioniert oder ob das ja komplett die Festplatte im Arsch ist. Wenn wirklich nur der Controller irgendwie einen Knacks hat und die ganzen Daten sind nicht weg. Oh, das wäre eine Erleichterung. Dann bräuchte ich auch nicht 70 Euro ausgeben für neue 3 Terabyte. Weil das Geld habe ich leider nicht. Aber gut. Heute machen wir das Finale. Das ist ja eh die finale Folge. Ist das auch schon wieder vorbei? Ah. Circa 25 Tage hat es dann gedauert, ne? 25 Folgen. Das müsste. Ja, oder über 25 Folgen. Weiß ich gerade so nicht genau. Auf jeden Fall nicht gerade wenig. Also knapp einen Monat Need for Speed. Habe ich nicht erwartet. Und wie gesagt, da ich ein bisschen vorproduzieren muss, da ich am 19.12. bis zum 2.1. nicht zu Hause bin, weil ich im Urlaub bin. Entweder produziere ich vor oder es kommen ganz andere Art von Videos, also so eine Art Vlogs. Aber dazu dann mehr, wenn das wirklich soweit ist. Ich dass es jemand kommt, oh, ich freue mich so auf Vlogs, ich will dich mal sehen und so. Ah, ich will dich abknutschen. So, nein. Bitte nicht. Deswegen, ich verspreche nichts. Vielleicht schaffe ich es genug vorzuproduzieren, dass ich wirklich auch für die kurzen Tage, die ich nicht da bin, dass da trotzdem täglich Videos kommen oder halt die Vlogs. Oder wahrscheinlich plus die Vlogs. Sagen wir und oder. Also die Vlogs hundertprozentig, aber die Folgen, das weiß ich noch nicht ganz genau. So, war URL beim Flughafen. Das vorletzte URL-Rennen auf dem Flughafen. Sei nicht böse auf mich, okay? Niki ist jetzt auf unserer Seite. Caleb erzählt allen, dass du nie mehr Rennen fahren wirst, wenn er das Sagen hat. Er spinnt total. Nimm dich in Acht. Ich werde tun, was ich kann, aber jetzt liegt's an dir. Was seid ihr nur für Schlappschwänze? Keiner von euch kann diesen Kerl fertig machen. Keiner! Was meint ihr, was passiert, wenn er weitergewinnt? Dann könnt ihr euch verabschieden. Von euren Sponsoren, von der ganzen Kohle, von allem. Wir kümmern uns drum.
Diesmal kommt er uns nicht davon. Ihr sorgt dafür, dass er ein für alle Mal verschwindet. Oder ich mache euch kalt. Dann sind sie cool. Entschuldigung. Ah, ja gut. Niki ist auf unserer Seite. Und irgendwelche anderen Typen wollen uns jetzt fertig machen. Okay. Das ist der Plot-Twist. Und das ist das vorletzte URL-Rennen. Haben wir denn nochmal eine Niki hier, oder die uns so ein bisschen hilft? Oder... Nö, anscheinend nicht. Nö. Hab ich darauf gar nicht geachtet, dass das ja so ist. Tschüss. Hi. Gut. Gut. Okay, mit den Xbox-Controller ist es aber irgendwie besser, die Kurven zu nehmen, weil ich da weniger nach hinten komme, weil ich, keine Ahnung, ist irgendwie, dadurch, dass es so ein bisschen schwerer ist, weiß ich nicht, es ist auf jeden Fall anders. Und es sind drei, okay, es ist lang, kurz, lang oder lang, mittel, kurz oder so, ach. Ich habe das eine Mal festgestellt, dass das irgendwie komplett irrelevant ist. Aber ich glaube, das ist eine Aufnahme, der ich geratcht habe. Dann sind die verloren gegangen noch. Naja, was soll's. Kurve. Ah, guck mal so eine Rundenzeit hin. So eine schöne, richtig schöne Doppelschnappzahl. Oder eine größere, keine Ahnung. Eine Schnappzahl, Digga, Schnappzahl. Und wir haben das erste Rennen geschafft. Sorry, wirklich, das ist immer dieses Problem, wenn ich mich konzentriere, dass ich dann aufhöre zu reden. Reden, ja. Ja, reden halt eben, ne? Sollte auf ein Motorengeräusch mitzumachen. Ach, vor uns ist der Mustang. Ich werde am Ende der Folge nochmal die ganzen Autos zeigen, die es zum Tunen gibt. Und dann dementsprechend werde ich bis zum nächsten Tag warten und dann halt eben da direkt tunen. Vielleicht mache ich auch sogar einen Livestream draus, wäre auch interessant. Ah. Obwohl das relativ schwachsinnig wäre. Ich könnte, kann er mal auch unten in die Kommentare schreiben, ob ich daraus einen Livestream machen soll, der am Abend dann ist. Oder ich das einfach als Video machen soll. Wäre mal schön zu wissen. Was zweite von drei auch fast geschafft. Ah, dieses Gewitter. Holy. Der eine ist uns ganz schön nah auf der Pelle. Und ich knutsche mal wieder die Wände. Ist so klar. So typisch. Geh weg von mir. Geh weg. Ich bin sogar extra Nitro-Wing hier. Und 350 schaffen wir, ja.
Ich muss mal in die Rechtsstatistik gucken, wie schnell ich dann doch war. Weil es hat da ganz schön rumgehangen zwischen 348 und 350, so machen die so ganz schnell. Rennstatistik. 351,4 sogar. Wie kriegt man das denn hin? 200 haargenau gleich. Okay. Respekt. Nächstes Rennen. Das letzte. Von den drei Strecken. Und, what the fuck? Habe ich das schon mal gesehen? So sieht das. Nee. Das ist neu. Ach du. Ach nein, das ist das. Oh, das kenne ich noch, aber das ist. Oh, Jahre her. Eine sehr beschissene Strecke. Aua. Das hat weh. Weil man kann hier nicht einfach so richtig schön Vollgas durchgeben, sondern. Okay. Hat so eine schöne 90-Grad-Kurve hier drin. Yay. Wo man eigentlich gerade ausfahren könnte. Aber nein. 90, 180, 90. Also rechts, links, links, rechts. Was will man machen? Man muss die Strecke erfahren. Und man kann nicht einfach so sagen, nö, kein Bock. Aber es ist nicht so schlimm, wenn ich nicht erst nicht. Es ist nicht so schlimm, wenn ich nicht Erster werde. Oh, meine Aussprache mal wieder. Und irgendwie das Kabel vom Headset runter schon. Das ist der einzige Vorteil von kabellosen Headsets. Man hat kein Kabel. Aber erstens, sie sind teurer. Zweitens, die Qualität ist meistens schlechter. Und drittens, ja, wenn du mal vergessen hast aufzuladen, hast du eh so oder so ein Kabel dann rumhängen. Also von daher. Und so oft, wie ich die ganze Zeit ein Headset auf habe, würde es nichts bringen. Power Slide von 111 verkackt. Aber haargenau 111. Mach das mal nach. Erst die Zeit 47,47 und dann 111. Ich habe wahrscheinlich noch mehr irgendwelche krassen Zahlen geschafft, aber die fallen mir gerade spontan nicht mehr ein. Das ist zu lange her. Hey, du Mustang. Und 350 Set war dann, ne? Nicht 370. Tschüss. Knapp, knapp, knapp. Und dann nach vorne, nach rechts. Und hier kann ich mal Gas geben. Das ist eh die letzte Runde. Ich kann echt froh sein, dass das Auto null, glaube ich, kaputt geht. Aber das wird lustig, wenn wir dann Pro Street spielen. Ah, Gott. Das wird echt lustig. Und geschafft. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich nochmal eine Cutscene. Nein, doch nicht. Okay, dann kommt das letzte UR-Rennen. Dann sehen wir uns gleich dort. Und da ist das letzte UR-Rennen. Zack. Oh Gott, mal lustig. Mal lustig. Wird lustig. Ich bin echt gespannt. Oh, okay. Der hier. Man sieht immer, die mit den Kotflügelverbreitungen sind die, die dann wirklich was einfordern wollen. Also die härteren Gegner. Oh ja, man merkt, dass sie echt aggressiver fahren. Fahren. Sind sogar ja, beide schwarz. Irgendwie sind die alle schwarz. Das wird lustig. Und es sind drei. Und ich bin Erster. Ja. Juhu. Yippie. Mal gucken, wie die anderen beiden Strecken sind.
Hoffentlich nicht so bescheuert. Aber für die zweite wird auf jeden Fall. Oh. Ja, hab keinen Bock auf die zweite. Können wir die zweite nicht einfach überspringen? Können wir leider nicht. So, versuchen wir mal einen richtig schön. Naja, richtig schön war der jetzt nicht, aber ich bin abgehoben. Da nochmal schöner in der Seiten entlang Kratscher 450Z. Das ist mir spontan eingefallen. Der heißt jetzt wirklich so. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber ist egal. Ist so eine ganz gewisse Sprungvariante war das jetzt. Oder sind die alle gegen mich? Die sind alle schwarz. Bei mir ist das doch. Die sind wirklich alle schwarz. Ich dachte, das wäre einfach nur so eine Aussage von mir jetzt gewesen. Und tut mir leid, wenn diese Maus da oben links immer so ab und zu aufploppt, aber... Der Controller hat so eine kleine Macke, dass er dem... warte, ich kann es euch mal zeigen. Ich bewege den Zeiger gerade nicht mehr, ne? Also den rechten Stick. Der ist der, wenn man den ganz kurz nach links anstupst, dass er da irgendwie weitergeht, als er sollte. Also muss ich dann nochmal links anstupsen, damit die Bewegung aufhört. Deswegen hat nicht deswegen. Deswegen hatte ich mir keinen neuen Controller gekauft. Ich hatte immer ursprünglich einen neuen Controller gekauft wegen The Crew. Ich weiß nicht, warum das auf einmal ist. Also ich bin bei The Crew 2. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt. Dass. Bin ich ja mit dem linken Stick fährt man ja. Also man lenkt nach links, rechts, gerade, also ja, links, rechts. Und mit dem rechten Stick guckt man sich um. So. Und bei dieser Crew 2 habe ich das Problem, wenn ich den linken Stick nach links oder rechts mache. Erstens, ich bewege den Wagen denn, also ich drehe die Reifen dahin. Also ich lenke damit. Und ich gucke mich damit um. Gleichzeitig. Aber der rechte Stick bewege ich dabei nicht. Und den rechten Stick dabei kann ich auch zusätzlich benutzen, zum Umgucken. Also ich habe mal versucht, wenn ich nach links lenke, dass ich gleichzeitig mit dem rechten Stick nach rechts lenke, dass sich das irgendwie ausgleicht, aber... Ne, ne. Ich kann The Crew 2 leider nicht spielen. Auch wenn ich mir damals die Gold Edition gekauft habe. 80 Euro für den Poppes. Ist echt schade. Aber irgendwie so Crew 2, der Anfang und so. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich im Endgame richtig schön, aber am Anfang, wenn man dann so Crew 1 gespielt hat, das ist so unterschiedlich, so anders und so. Irks. Schwer zu erklären. Das war doch mal eine schöne Kurve. Immer so schön auf zwei Reifen gefahren. Ah. Muss ich mich kratzen? Kratze, kratz, kratz. Und wir sind schon fast durch mit dem mit der Runde. Mal gucken, wie lang die nächste Strecke wird. Wahrscheinlich so 500 Kilometer. Aber wir werden uns überraschen lassen. So, wie viel dürft ihr euch maximal werden? Wenn der zweite Erster wird, dann kriegt er 8 Punkte. Das heißt, ich müsste mindestens 4 Punkte kriegen. Also Vierter, ne? Ne, Dritter. Bei 8, 6, 4 und so. Glaube ich. Ich hab's wieder vergessen. Das ist eine, ja, eine relativ kurze. Eine mittellange. Mittlere. Eieiei, die sind echt aggressiv. Aber lass mich mal vorbei. Ich bin da, ich bin andersfarbig. Ich bin Erster. Dritter, ich bin Erster. Und das, obwohl ihr, keine Ahnung, die haben was gegen Bunte. Die haben was gegen Farbige.
Also sowas wie mich. Das sind Rassisten. Gott, die sind alle schwarz, aber haben was gegen Farbige. Nur weil ich so bunt bin und ihr nicht. Könnt ihr mich doch nicht ausschließen. Ihr könnt mich doch nicht ganz so verprügeln wollen. Ich finde schön, dass der Nigel heißt. Da denke ich immer an Nagel. Und übrigens entschuldigt, dass am Samstag kein Video kam. Ja, wie gesagt, Festplatte und so. Ich glaube, das ist verständlich, dass dann ich ja absolut keine Lust hatte, auf irgendwas zu machen. Und dass ich da, ja. Ich hätte mich durchquälen können, aber ne. Jetzt haben wir auch schon 16:12 Uhr und ich habe, naja. Wird die Folge von Sonntag an dem wirklich sehr spät sein, wieder mal. Aber egal. Darf auch mal sein. Es muss nicht alles perfekt sein. Auch wenn ich versuche, also möglichst regelmäßig um 17 Uhr, aber manchmal ist dem nicht so. Aber sie können an einem Tag, also von daher. Und da ich eh keine Zuschauer habe, die regelmäßig sind, außer Heiko. Hallo Heiko. Vielleicht möchtest du ja irgendwie einen Wagen getürnt haben. Wir werden sehen. Also schon vorbei. Oh. 2:23:86. Okay, Cutscene. Höchstwahrscheinlich jetzt. Nein. Das ist das allerletzte Rennen. Okay. Wir sehen uns gleich beim Rennen, außer jemand quatscht noch irgendwas dazwischen. Okay, hier oben rechts sehr versteckt. Da hinten ist noch Geld. Ich wollte nicht das Geld, ich wollte eigentlich nach oben drücken, aber hat außerdem nicht funktioniert. Hey Bruder, in meinen Taschen ist noch Platz für deine Knete. Am besten bringen wir das Rennen hinter uns, damit ich meine Lady heute Abend von deinem Geld einladen kann. Von Caleb. 4,59 Kilometer. Okay, super Sache. Es war doch nur ein Rennen. Kommt nicht wieder vor. Das können Sie nicht machen. Wir haben einen Deal. Geben Sie mir noch eine Chance, ich kann ihn schlagen. Du? Du hast doch nur Glück gehabt. Ich habe dich einmal fertig gemacht und ich werde es wieder tun. Ich fordere dich heraus, hier und jetzt. Ein für alle Mal. Bist du dabei? Und ob ich dabei bin. Das ist, glaube ich, aber das... ja. Es sind 5 Runden, das kann ich schon mal sagen. Und wirklich nur wir zwei. Na, mal gucken, wie lange das wirklich sein wird. Ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall ist es wirklich mitunter die längste Strecke pro Runde. Und die voll zu bequatschen, ach du Scheiße. Ich hätte mir ein Thema zusammenlegen sollen. Dann wäre das vielleicht einfach geworden, aber natürlich nicht gemacht. Naja, was sonst. Fällt mir spontan irgendwie was ein. Was ich ganz stark bezweifle, dass mir das passiert, aber ist egal. So, jetzt links, und das heißt, mal bitte hier lang, dankeschön. Das Problem, ich kann ja auch nicht viel überreden, was hier gerade im Spiel passiert, weil hier nichts passiert. Also rein theoretisch, das ist ein relativ langweiliges Gameplay, was zum Erzählen. Wirklich relativ langweilig. So, so selber spielen und so ist das wirklich wahrscheinlich was anderes, aber so zum Erzählen. Ja. Oh Gott. Nicht mehr gespannt. Wo muss ich jetzt links? Okay. Der ist mir aber noch ganz schön auf der Pelle. Ich hab den wirklich irgendwie leichte Erinnerung.
dass ich den wirklich mal lustigerweise in der fünften Runde überrundet habe. So scheiße habe ich die in Erinnerung. Aber jetzt gerade irgendwie ist er schon so mit 4 Sekunden Abstand schon doch ganz schön nah. Ich habe das damals auch immer öfters auf Mittel gespielt und da hatte ich den wirklich dann in der fünften Runde überrundet. Das wundert mich echt, dass ich das jetzt nicht... Ja, ich weiß nicht. Ich habe es nicht auf schwer umgestellt. Das ist immer die Sache, die mich wundert. Bei dem einen Street X war das echt wirklich, dass ich die teilweise sogar überrundet haben gehabt habe. Aber hier... Bei den ganzen Rundkurs und Sprinten soll es, waren die Gegner wieder schwerer. Ich habe nichts höher umgestellt. Wirklich nichts. Platsch. Naja, vielleicht hat er auch einfach immer nur öfters Unfall gebaut. Was ich ihn dadurch irgendwie überrundet habe oder so, keine Ahnung. Okay. Jetzt muss ich. Verdammt. Jetzt konnte ich mich nicht gerade entscheiden, wie ich fahre. Hat man ja gesehen. Da hatte ich gerade Probleme. Aber Nitro kriege ich immer noch gut, das ist schön. Yeah. Das war knapp. Okay, jetzt sind es 5 Sekunden Abstand und 4 Sekunden. 2 Sekunden mehr als vorher. Und dadurch holt jetzt erstmal stark auf. Wie schnell schafft er denn die Kurve? Heilige Scheiße. Wie gesagt, ich habe den wirklich leichter in Anführungszeichen Erinnerung. Boah, wenn der mich am Ende nochmal überholt und der ich dadurch das ganze Rennen nochmal neu machen muss. Oh. Ah, ja, das wäre echt kacke. Aber dezent. Jep, aua. Weil irgendwie holt er doch ganz schön auf. Was mir nicht gefällt. Okay, ja. Ich fahre auch wie eine Sau. Eine besenkte Sau. Mein Handy gerade vibriert? Ich weiß es gerade nicht. Moment kurz. Nö, hat nicht vibriert. Ich dachte mal, okay, naja, egal. Ist dieses Phantom vibrieren wahrscheinlich gewesen. Ja, ich habe das gehört. Kennt ihr das, dass das Handy vibriert, ihr keine Nachricht seht, weil ihr guckt halt ja auf den Bildschirm. Aber wenn ihr dann WhatsApp öffnet oder so, dass dann da eine Nachricht angezeigt wird? Welches ist das ja? Moment kurz. Nö, wirklich nichts. Naja. Na, das wirklich nach pure Einbildung. Guck mal, ich habe nicht die Wand berührt. Bin ganz brav gefahren. Beste Runden. Ja, okay. Aber es ist nicht so lange wie die andere Strecke, ne? Die andere Strecke gehen 2,5 Minuten. Und hier geht 2 Minuten. Das heißt, 10 Minuten rennen. Yay! Ich hätte die Folge nicht die längste Strecke von allen gesagt nennen sollen, aber naja. Von der Minutenanzahl her pro Runde ist das schon die längste gewesen. Also von zeitlich längste. Von den Kilometern her habe ich keine Ahnung, welche die längste ist. Wahrscheinlich die, die halt nur rein auf der, über die Autobahn geht. Müsste theoretisch die längste sein. Da ist der Sound kurz abgeschmiert bei mir. Alter. Eieieiei. Ja, bin ich hier gerade durchgerast wie... Holy moly.
War mit Sicherheit lustig. Ich wusste gerade nicht mehr, wo ist. Also. Aber ich habe nicht erwartet, dass dieses Auto abbiegen will. Habt ihr mal die Erfindung von einem Blinker gehört? Anscheinend nicht. Meine schönen 10 Sekunden, die Vorsprung, die ich hatte, wurden durch dieses Auto zunichte gemacht. Es hat diese Zeit zernichtet. Ja, dieses Wort gibt es wirklich, zernichten. Jetzt habe ich bis zu einem Let's Play von Zombie Monster Hunter World auch nicht gewusst, dass es dieses Wort wirklich gibt. Ja, so also zernichten, das hört sich so dämlich an, weil ich kenne nur vernichten, aber zernichten hat genau die gleiche Bedeutung. Deswegen sage ich mal dann zernichten statt vernichten. Weil irgendwie klingt es dann mit der Zeit irgendwie cooler. Als kennt er dem nicht so viele. Jenny folgt auch die Zernichtung des Calebs. Vielleicht, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, ob ich mir das merke. Und tschüss. War das sich auch wirklich keins von den Autos zu berühren, diesen Tunnel? Das ist auch schon so eine halbes Wunder. Halbe Wunder. Halbes. Ich hab's gleich geschafft. Du dai. Noch hier einmal über die Autobahn nach links. Und dann kommen wir auch schon zum Ende. Und noch mal kurz rechts und dann war's das. Mit 30 Sekunden Abstand. Oh. 1936. 30 Sekunden Abstand und nur 200 Rufpunkte. Erfick dich doch. Von Rachel, Gratulation, herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel durchgespielt. Alle verfügbaren Tuning- und Optikteile werden für den Quick Race-Modus freigeschaltet. Es gibt keine weiteren Events mehr in Bellevue. Kehr zur Garage zurück, um die Events deiner Karriere erneut fahren zu können. Wir haben das Spiel zu 100% durchgespielt. Spielerverlauf startet 68%. Na, wahrscheinlich, weil ich nicht jeden Wagen gekauft habe und so. Keine Ahnung. Aber theoretisch haben wir zu 100%. 20, 20, 10, 10, Sponsorenverträge 4. Ruf insgesamt, ja, schon etwas. Ja, allererstes Durchschnittsruf 271, dann total abgesagt auf 172. Alter. Alles gefunden, freigeschaltete Teile 100%. Was will man mehr? Das heißt, zur Garage. Ich werde jetzt nochmal die ganzen Wagen zeigen. Wagenauswahl. Okay, das ist meiner. Ich habe 5 Slots frei. Aber interessiert mich ja nicht. Speichern. Natürlich. Ja. Hauptmenü. Tunen. Kann ich. Gebe ich das jetzt? Serienwagen. Ah, geht doch nicht. Also, es gibt den Peugeot 206. Den Ford Focus. Den Toyota Corolla. Den Nissan 240 SX. Den Mazda Miata MX-5. Den Honda Civic, den Hummer H2, den Navigator, den Escalade, den Hyundai Tiburon GT46, den Nissan Sentra SER Spec V, Toyota Silicia
Lexus IS300, den Toyota Supra, Volkswagen Golf GTI, den A3, den Acura RSX, den Eclipse, den Audi TT, den Mazda EX8, den Nissan 350Z, den G35, den 3000 GT, den GTO, den Mustang GT, den Nissan Skyline GTR, den Lancer Evolution 8, Mazda EX7, die VRX Impreza, das war's. Also, ihr könnt gerne in Kommentaren schreiben, welchen davon ich machen soll. Vielleicht auch 2, 3, 4, 5, ist mir egal, aber nicht alle. Also, welchen auf jeden Fall ich machen werde, ist ein von den Geländewagen. Den. Wo ist der? Den Mustang GT, den Nissan Skyline. Ja, das sind auf jeden Fall die drei Wagen, die ich auf jeden Fall machen werde. Wahrscheinlich hier den. Navigator oder Escalade? Wahrscheinlich den. Ja, den Escalade. Gut. Gut, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Das war Need for Speed Underground 2. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem getunten Wagen. Und danach übernächsten Tag. Most Wanted. Also bis dann. Ciao.